Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit dem Kugelblitzbild, den aus Season 2. Ich muss direkt dazu sagen, den habe ich 1:1 von Maxroll. Den Link dazu habe ich unten in der Videobeschreibung. Das heißt, den könnt ihr da 1:1 nachbauen. Ich sehe da kein Verbesserungspotenzial. Ich habe nichts angepasst, bis auf eine einzige Sache. Und zwar habe ich hier auf der Hose den Aspekt, dass ich mich pro Fertigkeit heile, weil ich sonst keinen Income an Heilung habe, außer meinen Heiltrank. Aber ansonsten könnt ihr den Bild da komplett 1:1 nachbauen. Habe ich genauso gemacht. Ich sehe da kein... Ich habe da nirgendwo was gefunden, was ich anders spielen würde, wie gesagt, bis auf den einen Aspekt. Und wenn ich euch jetzt den Schaden zeige, also Halleluja, Kugelblitz ist sowas von back und macht so einen Höllenschaden und so eine... Also ja, ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Man sieht es. Also irgendwo zwischen 2 Millionen, 3 Millionen, 1 Million bis 3 Millionen bin ich, je nachdem, ob die Gegner verwundbar sind und ob die Gegner Kontrollverlusteffekte haben. Aber das ist wirklich richtig, richtig huge. Und das Ganze werde ich euch jetzt natürlich auch einmal in der Grube zeigen. Bevor wieder irgendwelche Leute schreiben, 61, geh mal viel höher. Das muss ich mir so oft anhören bei dem Jägerbild, den ich gezeigt habe. Wenn ihr das nicht versteht, dass ich alle Builds, die ich mache, auf einem Level vergleichen möchte, dann tut's mir leid. Ich kann natürlich auch mit dem einen Bild 100er zeigen, mit dem anderen Bild 80er zeigen, mit dem anderen Bild 120er zeigen. Ich möchte aber für alle Leute die Builds zeigen auf einem Level. Und da kann ich nicht Level 100 sagen, ist das Level. Und dann irgendwann mache ich ein Bild, wie zum Beispiel Flammentod, den ich mir überlegt hatte, der dieses Level niemals erreichen würde. Deswegen mache ich, so wie wenn man ein Auto testet, eine Teststrecke, das ist das Level 61er. Das ist für mich das Allermindeste, die Mindestvoraussetzung. Dass nach oben die noch viel Luft ist, das müsst ihr, das weiß ich, das wissen auch die Zuschauer hoffentlich. Aber 61 ist für mich das absolute Minimum, was ein Bild erreichen muss. Und da ist der Vergleich, ob die Bilder schaffen, wie einfach die das schaffen, weil es dort Niedereisen gibt. Und morgen gibt es übrigens ein Video, was das Ganze nochmal ein bisschen untermauert, weil ich 12 Stunden lang in der Grube war. Dazu gibt es ja morgen nochmal mehr und meine Erkenntnisse dazu mit der Grube, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Und jetzt gehen wir ab und gehen ein 61er Gruben-Dungeon durch. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, wieso ich mich für die 61 entschieden habe. Weil das erste Level ist, wo es Niedereisen gibt und es für mich da Sinn macht, dass das muss ein Bild schaffen, ansonsten ist der Bild nicht, ja, nicht gut, weil ohne 61 kein Niedereisen und somit kann man ein Bild eigentlich in die Tonne treten. Ich muss dazu sagen, ich habe den Bild hier schon extremst optimiert, weil ich, also ich zeige euch gleich mal mein Equip. Ich habe hier fast überall das Beste, was man überhaupt irgendwie haben kann. Das war schon extrem krass. Ich hatte einiges schon auf Tasche und hatte auch ein bisschen Glück mit dem sternlosen Himmelring. Aber ja, es gibt einmal auf den Schuhen Ränge zu Ball-Lightning. Da gibt es nochmal Ränge auf den Handschuhen zu Kernfertigkeiten. Wenn man es auf die Spitze treiben will, könnte man auch nochmal Ränge nehmen für Beherrschungsfertigkeiten. Also das ist schon extrem krass. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren, weil der Trick hierbei ist, immer die Schilde durchzuwechseln. Das heißt, von Eisschild auf Feuerschild, von Feuerschild auf Teleport, von Teleport zurück auf die Schilde. Weil man extrem wenig Leben hat und quasi bei allem One-Hit ist, muss man immer die Schilde am Start haben. Wenn ich jetzt hier so natürlich ein Ultraschild habe, dann ist eh egal. Aber das ist so der Trick hierbei. Ihr habt eigentlich die ganze Zeit entweder Eisschild oder Feuerschild oder Teleport und habt deswegen immer eine Barriere aktiv. Und deswegen kommt kein Schaden rein. Da müsst ihr am Anfang ein bisschen drauf achten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich merke auch, wenn ich hier rede, ist es für mich sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren. Wenn ihr unten auf die Leiste guckt, da ist auch immer so ein kleiner, eine kleine Anzeige. Und im Prinzip müsst ihr die Barriere auch immer im Blick haben. Weil wenn ihr keine Barriere habt, seid ihr schneller tot, als ihr Barriere sagen könnt. Und das ist ein bisschen tricky hierbei. Aber wenn ihr das einmal drin habt, diese Abfolge von den Barrieren, dann geht es eigentlich ganz gut klar. Da habe ich gerade mal nicht aufgepasst. Aber ihr seht, das Leben geht dann extrem schnell runter. Aber wenn ihr auf die Barrieren aufpasst, dann sollte das eigentlich klar gehen. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen mehr in Abklingzeiten investieren.
dann habt ihr das Problem noch ein bisschen weniger. Das muss ich sagen, fehlt mir aktuell ein kleines bisschen mit den Abklingzeiten. Aber das ist, natürlich hat man immer noch mal ein bisschen Verbesserungspotenzial. Zoe beim Boss, und ich muss sagen, je nach Boss ist es einfacher oder schwieriger, ganz ehrlich. Ist aber eigentlich mit jedem Charakter so. Das ist zum Glück ein relativ einfacher Boss und ja, die sind ultra schnell gestunt. Ihr habt, wie gesagt, auch die ganze Zeit ein Schild. Ihr haltet nur die ganze Zeit Ball Lightning gedrückt und ja, ballert einfach die ganze Zeit auf den drauf und habt die ganze Zeit Barriere drauf. Ihr müsst auch nicht ausweichen, weil ihr halt die ganze Zeit diese Barriere habt, die euch komplett schützt bzw. schützen sollte. Und wenn ihr das gut timet, dann habt ihr da... Ja, was auch hilft, ist, wenn man einfach ein besserer Spieler ist als ich. Das hilft wirklich enorm. Und wenn man sich ein bisschen besser drauf konzentriert auf die Schilde. Noch kurz zu meinem Equip. Wie gesagt, ich habe hier wirklich richtig, richtig gute Sachen. Fast überall zwei Greater A-Fixe. Sternloser Himmelring mit einem Greater A-Fix auf Crit-Chance. Ich habe Gewand der Unendlichkeit mit drei Greater A-Fixen. Harlekin drin. Tal Rasha ist auch so ein Ding. Da brauche ich auf jeden Fall einen Greater A-Fix. Ist aber ultra selten und ultra teuer. Und ja, dann hier, wie gesagt, Schuhe, Ränge zu Kugelblitz, Handschuhe, Ränge zu Fertigkeit des Typs Kern, habe ich zweimal gekrittet. Und ich spiele hier zum Beispiel gerade Ränge zu verschlingende Feuerbrunst. Das gibt nämlich mehr Schaden gegen brennende Gegner. Ihr könntet da aber auch Beherrschungsfähigkeit nehmen, um damit mehr Schaden zu machen. Ja, ein sehr, sehr geiler Bild. Also ich muss sagen, von allen Magier-Builds, die ich so in letzter Zeit ausprobiert habe, mein Liebling. Morgen kommt was zu 12 Stunden Grube-Grind. Da könnt ihr sehr gespannt sein, wie viele Steine sind gedroppt, wie viele Niedereisen sind gedroppt, wie viele Greater A-Fixe sind gedroppt, wie viele Unix sind gedroppt und wie viele Uber-Unix und. Da können wir dann eine kleine Statistik aufstellen, wird sehr spannend. Und der nächste Bild, den ich hier auf dem Kanal vorstellen werde, ist der Windschere-Druide. Der wurde sich extrem oft gewünscht. Den werde ich versuchen, dann mal jetzt kommende Woche zu bauen. Wenn das alles nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.